Dieses war jetzt nicht gerundet. Also der erste Schritt ist, mit einer Rasierklinge die Kanten abzurunden. Dann nehmen wir Schmirgelpapier und glätten die Kanten. Oh, das, ich sehe, das wird hier ein bisschen schwierig mit der Kamera, mit dem weißen Pickguard. Okay. Das ist also erstmal der Prozess, die Kanten ein bisschen abzurunden, damit das Ganze etwas gefällig ist. And now the moment has come to apply the pickguard. You take this. Und jetzt also der Moment, wo wir die Pickguard anbringen. Jetzt also erstmal das Ganze eingesprüht mit. Wir feuchten das Pickguard auch an. So, das überschüssige Wasser nehmen wir beiseite, aber zum Glück ist die Gitarre gut lackiert. So, das Ganze lässt sich noch ein bisschen bewegen. So, okay. Wir sehen, wie das Wasser unter dem Pickguard hier kommt. So. Soll natürlich nicht nass werden. So, aber auf diese Art und Weise stellen wir sicher, dass wir keine Blasen unter dem Pickguard haben. So, alle Wassertropfen werden entfernt. Radiergummi gehe ich jetzt über das Pickguard und drücke die letzten Wassertropfen nach außen. Scheint wirklich